Dankeschön, dass Sie fast pünktlich und dennoch alle, würde ich jetzt mal sagen, gefühlt nach der hoffentlich ja, entspannten und auch angenehmen oder auch austauschenden Kaffeepause zurückgekommen sind. Ich begrüße Sie. Sie wissen, Andrea Hadeling hat gestern moderiert. Auch aus meiner Seite und von der Fachstelle für Suchtprävention in Berlin herzlich zum zweiten Tag der fünften Qualitätskonferenz. Das war jetzt. Damit endet die Begrüßung, weil ich habe den wunderbaren Auftrag, jetzt so eine Art Speed-Dating mit der Suchtprävention zu moderieren und darauf zu achten, dass die Zeit eingehalten wird. Der Timer ist schon zu sehen. Folgende, ich gebe jetzt mal das Stichwort Schwarmintelligenz. Es gab 12 Workshops, 2 Satellitenveranstaltungen und wir waren technisch, glaube ich, so, ist auch noch nicht möglich, in allen dabei zu sein. Und zwar ist wichtig, im Vorbereitungskreis die beiden Länder mit der BZGA zu überlegen, wie kann denn möglichst ein Eindruck, die Quintessenz, das wichtigste Argument oder Fazit aller Workshops Ihnen allen vorgetragen werden, ohne dass es noch eine zweite Fachkonferenz gibt. Und deswegen das Ganze im Speedtempo. Wir legen los mit den Workshops 1 bis 6 des gestrigen Tages. Jeweils 2 Minuten, wichtigste Erkenntnis. Danach kommen die Workshops 1 bis 6 von heute. Und abgerundet und am Abschluss werden die Moderatorinnen, Moderator der beiden Satellitenveranstaltungen auch diese zusammenfassen. Jetzt, einer fängt immer an und es ist in diesem Fall, Frau Michel, freue mich sehr, Workshop 1 des gestrigen Tages, Präventionsgesetz. Dankeschön. Workshop 1 des gestrigen Tages, Präventionsgesetz. Inhalt war ein Austausch über die konkreten Erfahrungen, die wir zum gegenwärtigen Stand gemacht haben. Besser. Teilnehmer des Workshops waren Vertreter der Bundesebene, Landesebene, kommunaler Ebene und Projektebene, sodass wir eigentlich aus allen Perspektiven, in denen das Präventionsgesetz Anwendung finden soll, Rückmeldungen bekommen haben. Die Erfahrungen zeigen, dass der Stand sehr, sehr heterogen ist. Es gibt eine grundsätzliche Verständigung dahingehend, dass Suchtprävention inhaltlich in den Landesrahmenvereinbarungen zum Beispiel beinhaltet ist. Ein großes Fragezeichen besteht hinsichtlich der Mittelausreichung. Ein großer Teil der Mittel wird nach wie vor über die Krankenkassen oder über einzelne Krankenkassen konkret projektbezogen ausgereicht. Ein Teil über die Landesrahmenvereinbarungen und ein Teil über die Beauftragung der BZGA durch die GKV. Bezüglich der Projektförderung, also es gibt ja eine Förderung auf Bundesebene, zum Beispiel des HALT-Projektes. Hier ist die Bitte ausgesprochen worden oder auch die klare Erwartung, dass diese Projektmittel bitte regionalspezifisch auch ausgereicht werden unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten. Und es ist die Überlegung angestellt worden, in den Raum gestellt worden, die Mittel vielleicht auch budgetiert auszureichen, um entsprechend der regionalen Besonderheiten die Finanzierung anzupassen. Und es ist auch deutlich die Erwartung geäußert worden, dass neben der Finanzierung bundesweiter Projekte, regionale Projekte, die sich etabliert haben, die in den vorhandenen Strukturen arbeiten, weiterfinanziert werden können. Ein Hinweis kam, dass die GKV perspektivisch auch bereit ist, kommunale Strukturen mit zu finanzieren, aber nur ergänzend zu den staatlichen Aufgaben, die im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. Wow! Punktlandung! Herzlichen Dank für den gelungenen und treffenden Start. Workshop 2 des gestrigen Tages, Präventionsketten gemeinsam umsetzen. Was leistet die Suchtprävention? Da brauchen wir. Ja, also unsere 3 wichtigsten Ergebnisse vom gestrigen Workshop. Einmal die Gesundheitsförderung und die Suchtprävention sind parallele Systeme. Die Gesundheitsförderung ist politisch höher angesiedelt als die Suchtprävention. Und die Strukturen der Gesundheitsförderung sind kommunal sehr unterschiedlich und offensichtlich auch nicht unbedingt immer bekannt. Und im Sinne einer ganzheitlichen Prävention muss eine bessere Verzahnung erreicht werden. Suchtprävention soll keine Projektitis machen, wird aber häufig dafür bezahlt.
Es braucht stabile Finanzierung auch für strukturelle Arbeit und für Mitwirkung beim Aufbau von Präventionsketten. Bottom-up erreicht die Suchtprävention Menschen in den unterschiedlichsten Lebenswelten und Settings. Das machen wir seit vielen Jahren. Wenn es dann Top-Down-Installierungen geben soll, dann ist das schon schwieriger und die Versäulung der Systeme trägt dazu bei, dass es auch schwierig ist. Insofern war die Vorstellung, dass Suchtprävention eigentlich ein eher so übergeordnetes Querschnittsressort sein müsste. Also etwas, was sozusagen nicht verankert ist nur in Gesundheit und dann sagt Jugend, ach, hat mit uns eigentlich nichts zu tun oder andersrum, sondern etwas, was sozusagen den Querschnitt eben auch besser leben kann, weil es nicht nur einem Bereich zuzuordnen ist. Also unser Fazit, Suchtprävention leistet viel auf qualitativ hohem Niveau. Wir sind einfach gut und das sagen wir jetzt mal ganz laut, wir sind gut und es muss auch so bleiben und dafür brauchen wir andere Strukturen, die besser verankert werden können. In diesem Sinne machen wir weiter so, nur wir werden etwas lauter. Schon bei der zweiten Vorstellung fange ich an zu wissen, was das mit der Schwarmintelligenz so auf sich hat. Das geht jetzt noch weiter. Der Workshop 3 des gestrigen Tages. Suchtprävention trifft Generation On. Aufgaben. Aufgaben und Herausforderungen. Workshop 3. Jawohl. Wir nehmen das nicht ganz so laut. Gut, geht's los? Okay, gut, jetzt geht's los. Also wir haben uns ganz am Anfang einmal kurz nochmal so ein bisschen positioniert, irgendwie welche Anfragen wurden irgendwie zum Thema, ich sag mal, Mediensuchtprävention auch an uns schon rangetragen und gaben dann irgendwie auch so Sachen wie Cybermobbing, Datenschutz und sowas mit dabei, um nochmal ganz einfach zu gucken, wo muss ich vielleicht die Suchtprävention auch abgrenzen. Danach haben wir ein schönes Impulsreferat nochmal bekommen, um mal so ein bisschen so ein kleines Gefühl irgendwie auch zu der, ich sag mal, Generation On auch zu bekommen und so ein bisschen das, was auch wichtig war, es gibt keine Off- und Online-Zeit mehr, sowas vielleicht wir noch für uns so benennen können, aber ich sag mal, in der Generation ist es halt einfach so, die Online-Zeit ist immer und jetzt gebe ich einfach mal weiter. Also wenn die von Offline-Zeit reden, dann ist das Handy kaputt oder es wurde weggenommen oder man kann nichts mehr downloaden. Das ist Offline-Zeit. Und wir haben uns dann nochmal mit den vier Begriffen der Medienkompetenz beschäftigt, die ja auch bekannt sind und haben uns dann vor allem in Kleingruppen zusammengesetzt und haben über universelle und indizierte Prävention gesprochen, was es da eigentlich gibt, welche Kooperationspartner man da haben kann, haben natürlich auch die Feststellung gemacht, es gibt extrem viele kleine Projekte schon, auch landesspezifisch und haben die deswegen auch einmal festgehalten mit allen Bereichen, die es gibt. Und da gibt es natürlich Sachen, die sind usual, die wirklich immer gut funktionieren, wie Move. Viele Methoden, die man auch in anderen Sachen macht, dass man die dann auch in der universellen oder indizierten Prävention gut angeben kann. Und haben am Ende auch eine sehr, sehr schöne To-Do-Liste mitbekommen, die ich mal noch mal ganz kurz, ganz schnell vorlesen werde. Dass man nicht vorschnell von Sucht sprechen soll, dass man auf zwei Kernsymptome sich beschränken soll, nämlich Kontrollverlust und negative Auswirkungen bzw. fokussieren soll. Differenzierte Verhaltensprävention und sehr wichtig, Lobbyarbeit und Öffentlichkeitsarbeit für uns extrem wichtig ist. Oh ja. Das ist, ganz herzlichen Dank, super und klasse visualisiert auch für die Dokumentation, das bleibt erhalten, Dankeschön. Die Generation On ist auch ein Thema, was uns in der Prävention mit Sicherheit mehr umtreibt, aber jetzt wirklich Workshop 5, Peer-Maßnahmen in der Suchtprävention für Jugendliche. Nein. Vier. Mist. Entschuldigung, Workshop 4, interkulturelle Kompetenz, Prävention bei Geflüchteten. Sorry. Ja, wir hatten den Workshop, wo es vor allem im Mittelpunkt standen die Angebote, die schon betrieben werden. Wir haben so eine Blickrichtung gehabt, was läuft schon gut und wo kann es noch besser laufen. Und es wurde ganz viel berichtet von allen Teilnehmern und auch von Frau Lubinski, von der Maßnahme, die sie in München machen, in Bayern. Aber es gab auch Beispiele aus Berlin, aus Meißen, aus Dresden. Und ganz viele kleine Beispiele für Angebote. Da haben wir so festgestellt, es gab einmal Angebote für
die als Endzielgruppe Jugendlichen hatten oder halt auch Erwachsene, die zum Beispiel in Unterkünften erreicht werden, Jugendliche zum Beispiel in sogenannten Willkommensklassen. Wir haben gesehen, es gibt natürlich auch Maßnahmen auf der Multiplikatorenebene, zum einen für Teams, die mit geflüchteten Menschen arbeiten, aber, und das war uns besonders wichtig, auch Maßnahmen, die mit Peers arbeiten. Also das war ganz klar, dass das ein Ansatz ist, der besonders erfolgsversprechend erscheint. Und wir hatten sowohl Projekte, die direkt mit Menschen, die mit Geflüchteten arbeiten oder für Geflüchtete sind, im Blick. Aber vor allem ging es auch um die Strukturen. Also das war auch nochmal wichtig, dieser Punkt, eher auf Strukturen auch zu achten und nicht in diese Projektitis, die wir ja schon mehrfach hatten, zu verfallen. Wir haben gesehen, woher kommt denn eigentlich interkulturelle Kompetenz? Da haben wir gesagt, man kann natürlich Experten anfragen, aber ganz wichtig ist auch unsere Neugierde, die Gespräche, die wir mit Menschen haben, die geflüchtet sind. Wir haben geguckt auf die Inhalte, die wichtig sind, also sowas wie Stoffkunde, Hilfesystem, aber auch die Haltung, also Abstinenz oder Umgang mit Drogen, das Recht oder auch Sucht als Krankheit hier in Deutschland. Genau, wir haben gesagt, es braucht Mut, um mit Geflüchteten die Angebote zu machen und dass unsere bestehende Fachkompetenz überprüft und adaptiert ein ganz wesentliches Fund ist. Und wir wünschen uns eine Sammlung und Übersicht über das, was es schon gibt. Ganz herzlichen Dank. Da kommt schon jetzt wirklich, sorry für die Verwechslung, der Workshop 5 auf die Bühne, Peer-Maßnahmen, also nicht der Workshop, sondern der berichtet über den Workshop, Peer-Maßnahmen in der Suchtprävention für Jugendliche. Gut, vielen Dank. Ja, mein Name ist Tobias Schwarz von der BZGA. Ich habe den Workshop durchgeführt mit der Kollegin Caroline Gillis aus Münster. Es geht um Peer-Maßnahmen in der Suchtprävention. Wir haben uns Gelingensbedingungen angesehen für solche Projekte. Also was sind fördernde Faktoren? Worauf muss man achten, wenn man selber Peer-Maßnahmen in der Suchtprävention durchführen will? Wir haben uns konzentriert auf Peers außerhalb von Schulen, also junge Leute, die im öffentlichen Raum unterwegs sind, um andere junge Leute anzusprechen, vor allem zum Thema Alkohol. Denn das sind unsere Kampagnen, in denen wir arbeiten, Frau Gillis und ich. Und wir haben uns verschiedene Faktoren angeguckt. Die wichtigsten unserer Meinung nach waren, was ist wichtig für die Auswahl der Peers? Was ist wichtig bei der Schulung der Peers, also bei der Ausbildung der Peers? Und was ist wichtig bei der Vernetzung des jeweiligen Projekts in der Kommune, also in bestehende Strukturen, Zusammenarbeit mit anderen Akteuren in der Kommune? Ich möchte die einzelnen Ergebnisse jetzt nicht im Einzelnen darstellen, da können Sie dann in die Dokumentation gucken. Es gab für mich aber ein wichtiges Ergebnis aus diesem Workshop, nämlich, ja, es gibt tatsächlich Bedarf bei Fachkräften, die sich überlegen, sowas zu machen oder eventuell anders zu machen, wenn sie das schon haben. Und die wünschen sich Beratung dabei und das werden wir also tatsächlich auch uns vornehmen. Wir werden im nächsten Jahr Beratung und Begleitung bei neu entstehenden Peer-Projekten mit Jugendlichen für Jugendliche in der Alkoholprävention anbieten. Wer sich da noch mehr darüber informieren möchte, kann gerne auf mich zukommen. Vielen Dank. Dankeschön auch für die zugesagte Unterstützung der Vertiefung der Peer-Arbeit in der Suchtprävention. Möglichkeiten und Grenzen online-basierter Suchtprävention für kommunale Angebote war gestern der 6. Workshop und wird vorgestellt. Genau, auch kurz und knapp. Wir waren eine bunt gemischte Gruppe mit verschiedensten Erfahrungen in diesem Bereich. Wir haben uns angeschaut, was gibt es eigentlich alles. Jeder hat eine Homepage. Es gibt aber auch Webinare, die durchgeführt werden. Es gibt aber auch natürlich Facebook-Kommunikation oder auch Werbemaßnahmen über Facebook oder andere soziale Netzwerke. Also ein großes, unterschiedliches Angebot, was da so ein ganzes Stück weit eigentlich unsere Erkenntnis war. Als allererstes braucht man eigentlich ein Medienkonzept. Wir sind jetzt in so einer Art Experimentierphase gewesen und oft sind diese Angebote eigentlich an diesem Experimentieren geblieben. Und es ist doch schlau, wenn man sich vorher konzeptionelle Gedanken macht, was wollen wir wie an wen kommunizieren. Und dazu braucht es erstmal eine Klarstellung. Das sollte man als erstes entwickeln. Dann ist es so eine Sache, dass kommunal und lokal war ja im Titel so ein bisschen drin. Das gibt es eigentlich nicht. Wenn ich etwas ins Internet stelle, kann ich nicht sagen,
das dürfen nur die Potsdamer angucken. Das geht nicht. Ne? Also von daher, wenn man etwas erstellt, erstellt man das eigentlich immer direkt für viel größere Gruppen und da muss man einfach auch Bescheid wissen, dass das so ist. Und von daher wäre es gut, wenn wir unsere Erfahrung bündeln, damit nicht jeder alles immer wieder neu macht. Komplexität der Expertise, das steckt da ein Stück weit drin. Die Ausblicke, gute Angebote bündeln, das heißt, wir sollten schauen, wer hat eigentlich schon was gemacht und das irgendwo auch öffentlich sichtbar machen, sodass wir uns dort bedienen können. Und wenn einer eine tolle Homepage, ein tolles Tool zu irgendwas gemacht hat, was man dann auch einsetzen kann, dass wir dann sagen können, gebt uns das doch bitte. Ich denke mal, das sollte in diesem Rahmen irgendwie möglich sein. Und das Letzte ist die Qualität, die muss irgendwie gesichert werden. Also es gibt auch ganz viele Schrottangebote in diesem Bereich und da sollten wir auch gucken, dass wir nicht zu den Schrottanbietern gehören. Dankeschön. Ja, Austausch und voneinander lernen, das Rad nicht zum 100. Mal neu erfinden, ist doch ein guter Blick in die Zukunft nach der heutigen Tagung. Wir kommen zum heutigen Tag. Besten Dank, dass alle die Zeit so prima einhalten. Workshop 1 heute. Qualität in der Suchtprävention durch zielorientierte Programmplanung. ZOP. Da freut sich, kommt der Ort. Dankeschön. Geht's los? Ah, wunderbar, danke. Zielorientierte Programmplanung durch ZOP. Wir haben uns erstmal ein paar grundlegende Sachen angeschaut, die bei dem Thema wichtig sind, nämlich dass Qualitätssicherung und Entwicklung auch durch ZOP alle vier Dimensionen, die in der Qualität relevant sind, berücksichtigen muss, nämlich Planungsqualität, Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität. Das heißt, Qualitätsentwicklung und Sicherung beginnt von Anfang an, von den ersten Planungsschritten und nicht erst hinterher. Wir haben einen ZOP-Bogen verwendet, den die Hamburger Kollegen entwickelt haben, nämlich ZOP-Light, der uns ein bisschen in der Diskussion anhand eines Praxisprojekts beschäftigt, mit solchen Dimensionen wie Erfassung der Ausgangslage, der Bedarfe, der Ziele, der Strategien, Maßnahmen, Zielgruppen und welche Erfolgskriterien kann ich eigentlich für eine Maßnahme, die ich habe, definieren. Und haben nochmal, das war uns auch wichtig, sind auf das Thema eingegangen, was sind eigentlich Ziele im ZOP-Prozess, welche Anforderungen müssen die erfüllen und da gibt es die klare Vorgabe, man sollte sich mit smarten Zielen befassen, das ist die Abkürzung für Ziele sollen spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch und terminiert sein. Das Fazit unserer Gruppe war, dass smarte Zielanforderungen zu formulieren wichtig und hilfreich ist, dass außerdem es nicht günstig ist, den Blick vor allen Dingen nur auf Ergebnisse zu legen, die man haben will, sondern unbedingt sich auch die Strukturen anzuschauen, in denen man arbeitet und vielleicht dann auch mal zu sagen, also die Strukturen ermöglichen Erfolge oder sie ermöglichen sie nicht. Also wenn ich erstmal an die Strukturen, wenn das nicht geklärt ist, dann ist natürlich auch klar, dass Ziele nicht erreicht werden können. Ich bin jetzt drüber. Ich habe noch ein bisschen. Das ist lieb, ich danke den anderen. Wir haben auch noch gesehen, dass Flexibilität natürlich notwendig ist in der Praxis bei solchen Sachen und dass man vielleicht eher auch zu den Zielen kommt, wenn man mit anderen Akteuren arbeitet, dass man dann sagt, okay, wir machen das gemeinsam. Unsere Ziele sind auch eure. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Ort. Workshop 2. Das Berufsbild der Prophylaxe-Fachkraft, Qualität durch Zertifizierung. Es geht los. Ja, wir haben einen kleinen, aber feinen Kreis zusammenbekommen und haben uns über Zertifizierung und die Qualitätsstandards Gedanken gemacht im Rahmen der Prophylaxe-Fachkräfte und gesehen, es gibt eine ganz... Was gucken Sie denn? Ah, ja. Also, um es kurz und knapp zu sagen, wir haben die Potsdamer Erklärung erlassen, möchten die BZGA sehr gerne ins Boot holen, um
eine Zertifizierungsstelle dort einzurichten, um einen Qualitätsstandard Suchtpräventionsfachkraft zu erstellen. Wir haben uns anfänglich ein bisschen mit dem schon viel zu oft erwähnten Revolution Train und der Tour des Lebens auseinandergesetzt, dass die Zertifikate und TÜV-Süd-Stempel haben, wo man nicht wirklich weiß, was man davon am Ende auch hat und welche Anforderungen dafür erforderlich sind und dass sie eigentlich nicht so wirklich viel Nutzen bringen, und haben dann auch anhand einiger guter Curricula, die in den einzelnen Bundesländern ja vorliegen, beispielsweise exemplarisch Rheinland-Pfalz, in Hamburg und auch die Berliner, das Berliner Modell, was ja ruckzuck ausgebucht war, wie wir gestern gehört haben. Es gibt einfach gute Curricula, die man einfach zusammenbringen müsste und sollte. Und jetzt weiß ich gerade nicht, was ich sagen will. Ein gemeinsamer Expertenstandard, Suchtpräventionsfachkraft zu bilden, bundesweit gültig, aber mit länderspezifischen Spezifika. Das war jetzt zweimal Spezifika, aber Sie wissen, was ich meine. Ich glaube, ich bin soweit durch. Einfach der Hammer. Einfach Wahnsinn. Dankeschön. Genau, die Prophylaxe oder Präventionsfachkraft. Als Potsdamer Erklärung formuliert, politische Kommunikation, Lobbyarbeit in der Suchtprävention, ein weiterer ganz interessanter Workshop des heutigen Tages. Bitte schön. Oh, zwei. Ja, ich bin Christina Deckwitt von Lobby Control und habe zunächst einen Input gegeben über die Lobbyarbeit der Gegenseite, formuliere ich mal so, also über die Lobbyarbeit der Tabak-, Alkohol- und Glücksspielindustrie und wie sie damit die Suchtprävention erschweren. Wir haben uns dann damit beschäftigt, was das für die Arbeit, für Ihre Arbeit bedeutet, also wie Sie als Lobbyisten auch auftreten können, und im Gegensatz zu der Gegenseite, können Sie mit dem Argument der Glaubwürdigkeit arbeiten? Und es kam auch mehrfach der Hinweis aus dem Kreis der Teilnehmer, dass Sie ruhig gute Botschaften verbreiten sollten und Mut haben sollten, auch gute Dinge zu verbreiten, auch gegenüber der Politik, um nicht nur dieses Spaßbremser-Image zu vertreten in Gesprächen mit der Politik oder durchaus auch mit Gesprächen mit der Presse. Das heißt, dass wir die Methoden der Lobbyisten auch anwenden, selbstbewusst auftreten, unsere Ergebnisse nach außen bringen und deutlich kommunizieren. Ein Thema war das Thema politische Kommunikation. Wie können wir auch mit unseren Rollen gut arbeiten, zum Beispiel auch Menschen, die in der Stadtverwaltung arbeiten und trotzdem den entsprechenden politischen Akteuren ihre Rückmeldungen geben und dafür sorgen, dass zum Beispiel auch Sponsoring und andere Aktivitäten aus der Alkohol- und Tabakindustrie reduziert werden. Wir haben auch gerade, das war ein großes Thema, Sponsoring in Städten, wenn zum Beispiel die Alkoholindustrie große Bürgerfeste finanziert, ist es natürlich auch ein großer Spagat für die Suchtprävention, tatsächlich nicht als Spaßbremse aufzutreten, sondern trotzdem glaubwürdig zu bleiben und Botschaften zu vermitteln. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit war ein großes Thema, da weiter aktiv zu sein, sich gut zu vernetzen und selbstbewusst aufzutreten, so wie es die anderen Akteure auch machen. Wir sind also längst über die Hälfte, Workshop 4 heute, Online-Vernetzung mit PrevNet und auf Inforo, eine Einführung für Fachkräfte, die vielleicht noch nicht bei allen anderen 4 Konferenzen dabei gewesen sind oder gerade doch. Achso, ja, ich bin schon hier. Ich war schon irritiert. Ja, wir haben über eine Online-Plattform, wo sich Fachkräfte austauschen, quasi diskutiert und ausgetauscht und ein paar Anregungen mitbekommen. Genau, als erstes fangen wir an mit, was nehmen wir eigentlich mit? Ja, uns wurde vorgestellt, dass es ein qualifiziertes Netzwerk ist quasi für alle Fachkräfte, die in unserem Bereich arbeiten, und zwar bundesweit. Und gerade in Zeiten der Vernetzung ist es wichtig, relativ ressourceneffizient auch natürlich zu arbeiten, um sich nicht Ewigkeiten zu verstricken in verschiedensten langfristigen Recherchen. Was gibt es eigentlich in anderen Bundesländern? Und das bildet dazu eine sehr gute Schnittstelle.
Dann haben wir einmal festgestellt, das ist ein sehr guter, geschützter und sicherer Raum. Das heißt also, nicht irgendwelche Laien sind da, sondern es ist wirklich eine Plattform für Fachkräfte, die sich austauschen. Ja, und das, es kommt letzten Endes auf die Basis an der jeweiligen Akteure, die auch auf dieser Plattform dann mitarbeiten. Es lebt letzten Endes von der Vielfalt. Und je mehr Leute sich da engagieren auf dieser Plattform, desto besser lässt sich natürlich damit arbeiten. Dann, man muss selber aktiv dort sein. Das ist, es wird keinem etwas zur Verfügung gestellt, sondern die Leute oder die, die da angemeldet sind, die müssen selber Beiträge mit reinsetzen. Ansonsten lohnt sich die Seite so nicht. Man muss wirklich selber Projekte vorstellen oder eigene Anregungen mit reinbringen. Davon lebt sie. Ja. Und das Wichtigste letzten Endes, was hinter dieser Plattform sich verbirgt, ist es natürlich auch Ihnen nahezubringen, es so zu vereinfacht runterzubrechen. Nicht, dass es bedeutet, dass es jetzt irgendwie ein Mehraufwand, den Sie betreiben müssen, wenn Sie auf dieser Plattform unterwegs sind, sondern eine Arbeitserleichterung. Und zwar für uns alle und das bundesweit. Genau, zur Arbeitsvereinfachung zählt natürlich einmal eine super Vernetzung und ein super Austausch. Und es ist ein beruflicher Austausch. Sie müssen nicht über WhatsApp schreiben, wo Sie vielleicht im Urlaub berufliche Nachrichten noch mit reinbekommen, sondern es ist wirklich und kann auch wirklich rein beruflich genutzt werden. Und Sie werden nicht mit Urlaubsbildern oder sonst welchen Beiträgen überflutet. Ja, ganz genau. Und ja. Das allerletzte. Ja, in Zeiten des medialen Overflows lässt sich da natürlich alles super gut bündeln und vereinfacht auf der Seite darstellen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Also ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht. Also die Kollegin von Lobby Control müsste doch jetzt eigentlich schon total stolz sein, dass hier vorne einfach super Prophylaxe oder Präventionskräfte, die selbstbewusst ganz klar für unser Netzwerk eintreten. Ganz herzlichen Dank. Cannabisprävention 2018, wirksame Interventionen und aktuelle Herausforderungen. Ast drücken, wenn die Wand umgedreht ist. Gut. So, wir haben uns angeschaut, zwei konkrete Interventionen, was braucht man? Wir haben uns angeschaut, welche Kooperationspartner wären wichtig, auch welche Herausforderungen bedient es, diese Kooperationspartner überhaupt zu erreichen und wie viele Ressourcen kostet es, die Schnittstellen auch zu pflegen. Unser Schwerpunkt war auch eine Diskussion, vor welchen Herausforderungen stehen wir in der Cannabispolitik 2018, vor welchen Herausforderungen stehen denn die Präventionsfachkräfte? Ganz klar, da haben wir uns ausgetauscht, ein paar Ergebnisse hier sind. Viele Präventionsfachkräfte stehen vor der Herausforderung der Verharmlosung. Die Klienten, besonders die Jugendlichen, jungen Erwachsenen, verharmlosen Cannabis. Da wird eine Diskussion teilweise echt schwierig. Auch die Begrifflichkeiten Legalisierung, Entkriminalisierung, Liberalisierung führen zu Verwirrung teilweise. Auch besonders auch bei Jugendlichen fördern die eventuell, dass die Konsumzahlen steigen könnten. Darüber haben wir uns ausgetauscht. Ganz klar, was wichtig ist, die Herausforderung, der medizinische Konsum von Cannabis, da ist oft eine Verwaschung. Jugendliche nehmen Cannabis als Medizin wahr, was gar keine Medizin ist. Dass Cannabisprodukte auf dem Straßenmarkt keine Medizinprodukte sind, das ist eine große Herausforderung. Wir haben uns noch angeschaut, die Intervention, was ist wichtig. Da kam in die Diskussion, dass wir bedenken müssen, welche Interventionen konkret auch in der universellen Prävention wir an Moderatoren abgeben. Das heißt, wir brauchen ganz klare Qualitätskriterien und Qualitätsstandards, weil gerade in der Cannabisprävention haben Sie ein wichtiges Instrument, wie Sie Schüler erreichen können. Da können Sie auch ganz, ganz viel bewirken. Ein konkretes Beispiel, wenn Sie einen Lehrer haben, der pro Cannabis ist, die Klasse in der Hinsicht schult, haben Sie ein unheimliches Problem. Deswegen neutrale Personen, Präventionsfachkräfte, die mit Schulklassen arbeiten, haben da einen enormen Vorteil und Sie haben ein gutes Hintergrundwissen. Auch da ist es enorm wichtig, das Hintergrundwissen auch auf dem Laufenden zu halten. Genau, das wären so die wichtigsten Zusammenfassungen von uns. Auch Ihnen herzlichen Dank. Workshop 6 schließt die Workshop-Runde der beiden Tage ab, ist der Workshop mit dem Titel Resilienz. Dankeschön. Ja, wir hatten den Workshop mit Frau Dr. Martina Rummel
und haben uns erstmal den Begriff der Resilienz genähert. Und ich sage jetzt schon gleich zu Anfang, ich werde keinen inhaltlichen Vortrag hier machen, weil Resilienz ist unmöglich. Ich kann das unmöglich in 2 Minuten zusammenfassen, was wir da erarbeitet haben. Ich möchte einladen, gut in die Dokumentation zu gucken, wo Frau Rummel da auch noch mehr Materialien einstellen wird und das einfach nachzulesen, weil es war ein sehr lebhafter Workshop, es wurde auch viel diskutiert, viel nachgefragt. Wir haben uns mit dem Modell der Lösungsorientierung stärker befasst, einfach immer von der Lösung ausdenken, dass das ein sehr guter Ansatz ist, wie kann man Resilienz stärken, immer an Zielgruppen orientiert, also mit Kindern anders natürlich als mit Erwachsenen, in welchen Peergroup sind die Jugendlichen, die Erwachsenen, um dort auch einfach dort mit den Resilienzstärkungen anzusetzen. Wir haben uns an dem Modell, was dort an der Wand hängt, sehr stark beschäftigt. Das ist die Salutogenese, auf welcher Ebene das stattfindet und wo da die Resilienz angesprochen werden kann bzw. aktiviert werden kann. Das Modell, weiß ich jetzt nicht mehr, von wem das war. Handlungsregulationstheorie. Genau, sehr ansprechend, sehr eingängig, wenn man es verstanden hat. Unser Motto vom Workshop war, wir sind bereichert und gestärkt rausgegangen und werden das weiter beherzigen. Vielen Dank. Toll. Wer da jetzt nicht neugierig auf Resilienz geworden ist, weiß ich auch nicht. Ja, für Ihre Aufmerksamkeit jetzt schon vielen Dank. Abschließend gibt es die Vorstellung des Fazits oder der wichtigsten Erkenntnisse der beiden Satellitenveranstaltungen, die wir erstmals für erfahrene Fachkräfte und Expertinnen der Suchtprävention bei einer solchen Tagung gemeinsam Landesstelle für Suchtfragen und natürlich die BZGA konzipiert haben. Gestern ist eine Satellitenveranstaltung durchgeführt worden, moderiert durch Christine Küller-Zahra, Drogenbeauftragte des Landes Berlin, zum Thema Memorandum, zum Thema Qualität in der Suchtprävention. Wie kommt Qualität in die Praxis? Genau, das war unsere Frage. Es ging insbesondere um das Memorandum zur Evidenzbasierung, was ja eine Gruppe von hauptsächlich Wissenschaftlern erarbeitet hat im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit. Ich habe kurz einige Punkte aus dem Memorandum vorgestellt und wir hatten das große Glück, dass Professor Dr. Tanja Hoff, die ja vorher auch hier in der Podiumsdiskussion auch bei uns zugegen war und dann natürlich nochmal quasi als eine der Mitautorinnen ganz genau darstellen konnte, was es mit diesem Memorandum auf sich hat. Es gab eine kurze Diskussion auch bei uns um den Revolution Train, warum es eigentlich so schwierig ist, Maßnahmen, die unter Qualitätsgesichtspunkten wir für nicht so gut halten, aber für Politiker häufig so einfache Lösungen bieten und sehr verführerisch sein können, wie man damit umgeht. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir dazu Stellung beziehen und sagen, dass das sich nicht mit den Qualitätskriterien der Suchtprävention verträgt. Und das hat uns hingeführt natürlich auch auf dieses Feld der Politikberatung. Und es gab dann eine ganze Menge Überlegungen dazu, dass es wichtig ist, Politiker zu beraten, zu orientieren, sie davon zu überzeugen, dass es notwendig ist, Qualitätskriterien einzuhalten. Dass aber dem Ganzen natürlich auch vorausgeht, dass bestimmte Strukturen da sind. Und die Situation in den Bundesländern ist ja im Moment noch sehr unterschiedlich. Und es wurde dann Überlegungen entwickelt, ob es zum Beispiel sinnvoll sein könnte, Suchtprävention auch in den öffentlichen Gesundheitsdienst zu integrieren und dann Mindeststandards aufzustellen, wie sie zum Beispiel im Bereich der Schwangerenberatung normal sind, wo man sagt, für so und so viele Einwohner braucht es eine Beraterin in Sachen Schwangerschaft. Das war eine Frage, die wir diskutiert haben und ich denke, darüber sollte man nochmal nachdenken, weil natürlich, wenn man gesetzlich, also zum öffentlichen Gesundheitsdienst gibt es ja gesetzliche Grundlagen, wenn man eine gesetzliche Grundlage hat, dann hat man eine ganz andere Basis, auf der man handeln kann, als wenn es sich jeweils um freiwillige Leistungen eines Landes handelt, die von der Haushaltslage des jeweiligen Landes abhängig sind.
Vielleicht das nur als kurzes Schlaglicht. Es war ein sehr interessanter Workshop aus meiner Sicht. Auch die Beteiligung war gut, viel stärker als eigentlich vorausgesehen. Insofern, ich denke, wir müssen über diese Thematik natürlich weiter nachdenken. Vielen Dank. Die Satellitenveranstaltung Nummer 2, Martin Hein kommt schon auf die Bühne, hatte das Thema, jetzt muss ich aber mal, Ethik in der Suchtprävention. Lieber Herr Hein, wir freuen uns. Genau. Ich dachte, mir gelingt es auch, Sie vom Drücken abzuhalten, aber haut nicht hin. Die Diskussion Ethik in der Suchtprävention braucht Zeit, viel mehr natürlich als 2 Minuten. Aber es wäre jetzt die Gelegenheit, 1 Minute innezuhalten, dachte ich mir. Ja, gar nichts zu erzählen und denken Sie selbst drüber nach. Dieses Männchen, die Fahne hochhalten, symbolisiert nach einem kleinen Einstieg, den wir hatten. Was ist denn Ethik? Wo kommt sie her? Wie beschäftigt sie uns im Alltag? Und vielleicht wurde öfters diskutiert, dass wir eigentlich kaum Zeit haben, tatsächlich über die Haltungen, über die ethischen Grundprinzipien nachzudenken. Und ich erwähne mal 4 oder 5 Prinzipien, die aus dem Public Health Bereich kommen. Das eine ist die Maximierung des gesundheitlichen Gesamtnutzens und Bevölkerungsschutz, die Achtung vor der Menschenwürde, die Gerechtigkeit, Effizienz und Verhältnismäßigkeit. Und mit diesen 5 Prinzipien haben wir diskutiert und gesagt, eigentlich das Männchen, das sind wir, halten die Fahne der Ethik hoch, der ethischen Grundhaltung, unserer eigenen Haltung, und manchmal, sie ist ein bisschen ausgefranst schon am Ende, stehen wir da und bleiben zum Schluss mit der Fahnenstange stehen. Manche Projekte ziehen an uns vorbei, wir haben das jetzt schon genannt. Es braucht einen Rahmen, wir hatten sehr großes Gehör, haben wir überhaupt Zeit, unseren Adressaten zuzuhören, gemeinsam im Konsens was zu entwickeln, die Zeit, als hier sind wir auf einer kleinen Insel, auf die wir uns manchmal zurückziehen können, zu diskutieren. Und letztlich, Sie sehen es ganz groß, die Haltung drückt sich im Alltagshandeln aus. Das ist die Frage, wo sind wir und wie handeln wir? Wir sollten einerseits einen Rahmen geben, das heißt, wir hatten diskutiert Gesundheitserziehung versus Gesundheitsförderung. Ein bisschen, man kommt ja fast reaktionär daher, wenn man das Wort schon in den Mund nimmt. Also zwischen Autonomie und Freiheit. Und jetzt die letzten 2 Minuten. zwischen Rahmen vorgeben und Autonomie und Freiheit. Dieses Dilemma haben wir immer. Die Interaktion auf der einen Seite, in der wir glauben, dass alle Anwesenden ethisch handeln. Nur ob unsere Steuerung immer aus ethischen Grundprinzipien erfolgt, das sei dahingestellt. Dankeschön, Herr Hein. Ich hoffe, es geht Ihnen so wie mir. Das ist eine, der Henning Patzner kommt schon, ich erzähle gleich was über ihn, aber der fängt jetzt gleich an umzubauen. Einfach loslegen. Es geht Ihnen so, wie wir uns das vielleicht auch gedacht haben oder mit Sicherheit gedacht haben in der Vorbereitung, auch mal die Spannbreite der diskutierten Themen abzubilden und einen kleinen Eindruck zu geben, dass Sie vielleicht, wenn Sie dann die Dokumentation in einiger Zeit in den Händen halten, sich erinnern, was gesagt wurde, was war das Fazit, was waren auch schwierige Punkte, was waren Fragezeichen, die noch nicht beantwortet sind. Und dass wir im Sinne die Bandbreite unserer Themen einmal abzubilden und zu diskutieren. Das setzen wir mit Sicherheit fort, aber ich fange jetzt langsam an, Henning Patzner vorzustellen. Bitte Sie nochmals um eine knappe Stunde Geduld. Wir haben heute Morgen mit den Workshops angefangen. Wir haben alle einen Eindruck gekriegt, was ist in den beiden Tagen in den Workshops denn diskutiert und besprochen und beraten worden. Und zum Schluss haben wir, Sie haben es ja in der Einleitung gesehen, einen Vortrag, der heißt mit Innovation und Kreativität zur relevanten Idee. Schnell und effektiv, schließt sich sozusagen an die Speed-Vorstellung der Workshops an. Ich sage Ihnen mal was über den Henning Patzner, der braucht nämlich ungefähr 3 Minuten zum Umbau. Herr Patzner ist Trainer,
Ich mache länger. Nein, ich versuche sie mal hier vorzu. Alle noch da? Herr Watzner ist Trainer für Kreativität und Innovation. Das ist immer wieder auch ein Thema in der Suchtprävention. Wie innovativ, wie zeitgerecht, wie zielgruppen- und dialoggruppengerecht sind unsere Angebote, wie passgenau? Herr Patzner arbeitete bis vor kurzem als Kreativgeschäftsführer der größten inhabergeführten Werbeagentur. Also er kommt auch aus der Werbung. Okay, also ja, das wird er schon erzählen, was er da so gemacht hat. Der hat Preise gewonnen, etwa 150 Kreativpreise. Also das sollte irgendwas vielleicht für uns als Idee möglicherweise, so hoffen wir, dabei sein. Er ist Mitglied im Art Directors Club Deutschland, ausgebildeter Bankkaufmann und er hat ein Buch geschrieben, das soll ich Ihnen ans Herz legen. Da wird er gleich erzählen, warum. Das Buch heißt Creative Explosion und sagt etwas auch über Kreativitätstechniken. Weil Kreativität so alleine, ich wünsche mir jetzt mal kurz kreativ zu sein, ich glaube, das ist ein ganz kleines bisschen ja, umfangreicher als der bloße Wunsch. Seit 2015 ist er Professor an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Jetzt gucke ich schon mal rüber, habe ich jetzt schon 3 Minuten, mir kommt es ja länger vor, habe ich irgendwas vergessen? Geht jetzt schon, kann losgehen, ich übergebe den Staffelstab. Hochschieben, ich sage tschüss, bis halb eins mit verkürzter Zeit. Wenn es ein paar Minuten überschritten ist, schauen wir, wie die Laune im Publikum ist. Danke. Herzlichen Dank. Können Sie mich hören? Prima. Hallihallo, jawohl. So, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank für diese kreative Überleitung. Jetzt steht alles. Genau, ich stelle mich mal ganz schnell vor. Mein Name ist Henning Patzner. Ich bin ein typischer Werber. Und ich gebe zu, ich habe auch schon für die Gegenseite gearbeitet. Da muss jeder Werber durch. Ich bin 20 Jahre in der Werbung gewesen. Dann habe ich mich irgendwann mal selbstständig gemacht. Das heißt, ich bin jetzt Trainer für Kreativität und Innovation und habe auch eine Professur in München für Werbefilm und Werbewirtschaft. Und weil ich ein Kreativer bin, werde ich auch tatsächlich oft gefragt zu Drogen und Süchten. Ich weiß gar nicht warum. Und deswegen werde ich da auch gleich anschließend noch ein paar Erfahrungen und Erkenntnisse aus meinen 20 Jahren Leben erzählen, wie Kreative eigentlich mit Drogen und Süchten umgehen, was da so meine Erfahrung ist. Genau, jetzt habe ich mich vorgestellt und jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz erklären, was ich gerne besprechen möchte. Sie müssen immer wieder kreativ sein. Sie müssen immer wieder neue Ideen ausdenken. Sie müssen manchmal mit Partnern überlegen, was wären gute Ideen, was wären gute Kampagnen für Ihre Message. Und schauen Sie mal, hier ist ein typischer Kreativprozess abgebildet. Ja? Es beginnt immer mit der Ideengenerierung. Man überlegt. Es gibt wahrscheinlich schätzungsweise über 1000 Kreativitätstechniken auf der Welt. Ich versuche Ihnen heute mal so 3 bis 4 zu erzählen, wo ich das Gefühl habe, das könnte für Sie sehr relevant sein, für Ihre Arbeit. Das Schöne ist, diese Techniken sind wirklich erprobt, auch wissenschaftlich erprobt und werden auch teilweise von Top-Innovatoren umgesetzt. Dann muss man die Ideen präsentieren. Wir leben in Zeiten, wo die Ideenpräsentation so wichtig ist. Es gibt so einen Satz, der heißt, es gibt so viele geniale Kreative, die regelmäßig miserabel präsentieren und es gibt so viele miserable Kreative, die regelmäßig genial präsentieren. Und leider leben wir in Zeiten, wo Verpackung immer wichtiger ist. Auch das ist wichtig, wenn es um Kreativität geht. Ich möchte auch kurz was über Ideenumsetzung sprechen, etwas über Innovationskultur. Ich bin ein großer Fan von Innovationskultur. Ich glaube, dass Innovationskultur wichtiger ist als Kreativitätstechniken. Innovationskultur bedeutet, Sie kommen in ein Büro, in ein Unternehmen und fühlen sich sofort inspiriert. Das liegt an der Architektur, das liegt aber vor allem an den Kollegen. Dass die Kollegen einfach freundlich sind, proaktiv, voller Freude und nicht depressiv. Ja? Wenn Sie nur depressive Kollegen haben, werden Sie nie kreativ sein. Ja? Deswegen, Innovationskultur ist der Treiber Nummer 1 für tolle Ideen. Das nächste ist auch das Ideenteam, damit fangen wir auch an. Es gibt 3 Kreativitätstypen. Sie werden
rauskriegen, was sie selber sind, aber sie werden vor allem feststellen, dass es erstmal gut ist, was sie selbst sind, und sie werden feststellen, dass sie Partner brauchen, die sie ergänzen. Darüber reden wir gleich. Genau, und natürlich, wir leben in Zeiten der digitalen Transformation. Es gibt mittlerweile so viele Tools, die den Kreativprozess unterstützen, und da werde ich auch ab und zu mal wieder was einfließen lassen. Jetzt fangen wir mal an mit dem Ideenteam. Und da gibt es eine ganz wichtige Formel. Das ist das Keke-Prinzip. Keke-Prinzip bedeutet klein, ergänzend, konkurrierend und ehrgeizig. Das sind die besten Voraussetzungen für kreative Teams. Was will ich damit sagen? Angenommen, wir hätten jetzt eine Herausforderung, eine kreative Herausforderung. Das Schlimmste, was wir machen könnten, wäre, wenn wir jetzt alle gemeinsam ausdenken. Ja, wenn wir alle jetzt hier in diesem Raum bleiben würden, und dann würde ich mal Sie fragen, und dann würden Sie eine Gegenmeinung haben, da würde nichts bei rauskommen. Wir sind viel zu groß. Wir brauchen kleine Teams. Und es gibt sogar eine Formel, man sagt, ein gutes Team, ein gutes Ausdenkteam ist nicht größer als 4 Mann. Da komme ich später gleich dazu. Heißt, angenommen, wir hätten jetzt hier eine große Session, dann würde ich machen, Sie 4, Sie 3, Sie 2, Sie allein, wenn Sie wollen, Sie 4, Sie 3, Sie 4, Sie allein, wenn Sie wollen, Sie allein, wenn Sie wollen, aber niemals mehr als 4 Menschen. Wenn Sie Briefings haben, Strategie-Meetings, gerne viele, viele Menschen, aber wenn es ums Ausdenken geht, dann ganz kleine Leute, ganz wenig Leute, und dazu komme ich gleich noch genau. Dann ergänzend möchte ich Ihnen auch gleich erklären. Ich möchte Ihnen mal kurz eine Geschichte erzählen. Als ich noch bei Jung von Matt Texter war, bei Jung von Matt, das ist eine Werbeagentur, da sitzt man immer zu zweit im Büro und muss irgendwas überlegen, sich eine Kampagne ausdenken. Und mein Partner damals hieß Marco do Nascimento, so ein Brasilianer mit so einer Frisur. Und wir mussten für BMW ausdenken. Und ohne dass wir es wussten, haben wir uns sehr gut verstanden. Weil ich war so programmiert, dass ich immer so losgeschossen habe. Ich hatte immer den, wir können sowas machen, oder wie sowas. Oder so, ich habe noch eine Idee. Und der Marco war immer so drauf. Und nicht weiter. Und Marco so. Und Marco auf einmal wie so ein Kopfballongeheuer vorm Tor, steht auf und nimmt meine Idee oder meine Flanke und verwandelt sie in ein Tor. Und genau das untersuchen Psychologen. Wer tickt wie beim Ausdenken? Ich bin offenbar ein typischer Ideator. Das heißt, ich bin jemand, der haut Ideen raus. Aber meine Ideen sind zu teuer, zu weit weg vom Briefing, oft zu verkopft. Und der Marco ist eher ein Modulator. Der kann gut Flanken aufnehmen und kann die dann erden. Ja? Und deswegen haben wir gut zusammengepasst. Ich war der Ideator. Und er der Modulator, der hat darauf gewartet, dass irgendeine Flanke kommt. Und ich brauchte jemanden, der meine Flanken irgendwie nimmt und daraus ein Tor macht. Und da gibt es noch eine dritte Person. Das ist der Animator. Beim Fußball wäre das so eine Person wie Jürgen Klopp, ja, oder wie Pep Guardiola. Jemand, der am Spielfeld ransteht und weiter. Sehr gut. Also so ein Motivator. Ja, aber auch ein Schlichter, ja, und vor allem einer, der in den Raum kommt und gerne zuhört, ja. Also ich hatte mal einen Chef in der Werbeagentur, wenn ich den im Aufzug getroffen habe und gesagt habe, hey Chef, kann ich dir mal eine Idee erzählen? Da hat er mich so angeguckt, ja. Das ist kein Animator, ja. Das ist kein Animator, dem will man gar keine Idee erzählen. Aber ich hatte auch Chefs, die waren ganz anders. Die habe ich im Aufzug getroffen und habe gesagt, hey, kann ich mal eine Idee erzählen? Und so, ja. Ja, das ist ein Animator, wo man gerne Ideen erzählt. Ja, das ist auch wieder eine Innovationskultur. Wir brauchen eine Atmosphäre, wo man Ideen erzählen kann. Also, Sie haben jetzt gerade gelernt, es gibt 3 Persönlichkeiten. Es gibt den Ideator, Modulator, Animator. Es basiert übrigens alles auf einer Studie der RWTH Aachen. Das heißt, wir lernen gerade, wir müssen uns im Brainstorming ergänzen. Ja, das heißt, Sie müssen selber rauskriegen, was Sie sind, was fühlen Sie, was Sie sind. Ich spüre, ich bin Ideator. Ja? Andere spüren, Sie sind ein Modulator. Menschen, die Ideen aufsaugen und dann die Lösung draus machen.
Und andere spüren, dass sie Animatoren sind und das Team antreiben, motivieren, schlichten, trösten, fordern. Ja? Und wenn diese drei Typen gut ausbalanciert sind, dann haben wir ein tolles, kreatives Team. Dann entsteht Flow. Wenn Flow entsteht, entstehen großartige Ideen. Aber was passiert denn, wenn drei Hennings in einem Raum sitzen? Also wir werden eine super Zeit haben, aber das wird alles viel zu teuer. Wird alles viel zu teuer. 5 Kilometer neben dem Briefing vorbei. Was passiert, wenn drei Jürgen Klopps in einem Raum sitzen? Ja, auch super Stimmung, aber die müssen sich morgen nochmal treffen. Ja? Also, klein, ergänzend und wir müssen ein bisschen Konkurrenzdenken haben. Aber Achtung, konstruktives Konkurrenzdenken. Das heißt, wenn wir jetzt hier viele kleine Gruppen machen und Sie müssen 25 Minuten ausdenken, Sie müssen 25 Minuten, jeder muss 25 Minuten ausdenken und Sie wissen, das sind auch andere Teams, die ausdenken, dann sind Sie viel ehrgeiziger. Ja? Dann strengen Sie sich viel mehr an, dass Ihr Flipchart toll aussehen wird. Ja, und dann strengen Sie sich auch an, dass Sie wirklich nur gute Ideen präsentieren. Wenn Sie nur alleine ausdenken, dann sind Sie nicht ehrgeizig. Ja? Wir brauchen ein bisschen konstruktiven Ehrgeiz, das darf aber natürlich nie in Ellbogen ausarten. Also, das ist das Kegelprinzip. Ausdenkteams müssen klein sein, kleine Teams. Sie müssen sich ergänzen, Ideator, Modulator, Animator. Wir müssen ein bisschen Konkurrenz haben und wir müssen natürlich ehrgeizig sein. Ja? Also wenn Sie keine Lust haben, dann können Sie gleich zu Hause bleiben. Ne? Wir müssen schon Lust haben, auszudenken und wir wollen auch was Gutes machen. Wer keinen Ehrgeiz hat, der braucht auch gar nicht kreativ sein. Ich zeige Ihnen mal ein ganz kurzes Filmzitat von den schönsten Toren der UEFA Champions League. Und da möchte ich Ihnen nur ganz kurz mal das Ideator-Modulator-Animator-Prinzip nochmal genau erklären. Ideator, 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 Modulator. Ja? Und am Rande steht irgendein Trainer und feuert die an. Ja? Hier nochmal, Ideator, 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 Ideator und Modulator. Okay, also, das war die Ergänzung. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, dass wir kleine Teams brauchen. Social Loafing oder was macht Jörg im Routerachter? Ich möchte, dass Sie sich mal ganz kurz folgendes Bild vorstellen. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie stehen an einem Fluss. Und da ist gerade ein Rennen, nämlich Ruderachter. Ne? Also 8 Leute in einem Ruderboot sitzen zusammen und das ist ein Wettbewerb. Und jetzt schauen wir uns mal kurz das Boot an von irgendeinem B-Jugendverein, vielleicht aus Berlin. Und Sie sehen, die geben alles, die geben alles. Alle 8 rudern, 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 rudern. Aber Achtung, der 4. von den Ruderern, den nenne ich jetzt mal Jörg, der Jörg tut nur so, als ob er alles geben würde. Der war nämlich gestern bis 2 Uhr früh was trinken und jetzt sitzt er im Ruderboot und ist total müde, hat auch 0 Bock, aber er muss halt mitmachen. Ja? Und deswegen tut er so, als ob er es geben würde und er versteckt seine Einzelleistung hinter der Gesamtleistung und keiner merkt es. Und das nennt man Social Loafing, ja? Soziales Faulenzen. Und das passiert überall. Das passiert bei Ihnen, bei uns, in der Werbung, in der Bundesregierung, in der NATO, sobald zu viele Menschen zusammenarbeiten, wird jemand Social Loafeln. Und man sagt, ab 4 Mann. Ab 4 Mann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer Social Loafelt, extrem hoch. Das heißt, Sie denken alle Haus, spielen Ping-Pong, Ping-Pong und einer guckt dabei immer zu. Und denkt aber in Wahrheit nur, was er jetzt gleich bei Edeka um 17 Uhr einkaufen muss. Ja? Also nochmal, Teams klein halten. Teams klein halten. Und der Jeff Bezos von Amazon hat da sogar eine Regel erfunden. Oder er hat da einen Namen dazu gegeben. Der hat sich auch beschäftigt damit. Wie groß darf denn ein Ausdenkteam eigentlich oder sollte ein Ausdenkteam bei Amazon sein? Und der hat mal Folgendes gesagt: The ideal team is the 2-Pizza-Team. Damit wollte er sagen, wenn 2 Pizzen nicht ausreichen,
um ein Team satt zu machen, ist das Team zu groß. Ja? Was wieder für diese Vier-Mann-Regel ungefähr spricht. Gut, also, wir haben uns jetzt darüber unterhalten, ich wiederhole nochmal, es geht aber hier nur um Ausdenksessions. Es geht nicht um Strategiesessions oder Vorträge, es geht um Ideen-Ping-Pong. Gut, jetzt haben wir ergänzend gelernt, ideato, modulato, animato. Wir haben gelernt klein. Und jetzt müssen wir noch mal kurz über Ehrgeiz sprechen. Don't be a, bitte merken Sie sich das, ein Leben lang, Downer. Don't be a Downer. Also ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte. Ich war mal Kreativdirektor bei Saatchi & Saatchi. War eine tolle Zeit, die machen immer so Tribes. Ja, das heißt London, Saatchi London hat irgendein Kreativproblem und dann laden die die Kreativdirektoren aus Portugal, Spanien, Deutschland, aus den ganzen Ländern ein. Das ist ja eine internationale Network Agency. Und dann sitzen die da zu dritt, wie hier, nicht zu dritt, zu 30. in einem Hotel wie hier und denken 3 Tage lang über irgendein Produkt aus, über irgendeine Kampagne. Und total spannend, weil man kennt niemand, aber alle sind kreativ und alle sind ehrgeizig, alle haben voll Bock. Super Sache. Und da war im Foyer so ein Zettel, wo ich jetzt gleich hin muss. Ich musste nämlich in Raum 7 mit einem Roger aus Ireland und einer Miriam aus Amsterdam. Und das Briefing war vorbei. Dann bin ich in diesen Raum und ich war schon voll, bei mir hat schon gerattert, ich hatte schon die ersten Ideen. Auch die Miriam aus Amsterdam hatte auch schon die ersten Ideen. Wir haben uns ziemlich hingesetzt und jetzt haben wir nur noch auf einen Roger gewartet aus Ireland. Und dann kam tatsächlich Roger und Roger kam so rein. Oh, I'm so tired. I need coffee. What do we have to do? What do we have to do? I didn't understand. Roger ist ein Downer. Und es braucht 7 Menschen, um einen Downer zu neutralisieren. Ja. Das heißt, was ist denn jetzt passiert? Eigentlich sollten ja Henning, Miriam und Roger 25 Minuten Hardcore jetzt auf diesem Problem arbeiten, aber was haben Henning und Miriam gemacht? Wir haben nur den Roger getätschelt. 10 Minuten, komm, weiter, das müssen wir schaffen. Also unsere ganze Energie ist in Roger gegangen und nicht in das Kreativproblem. Ja, deswegen, don't be a Downer. Da muss sich jeder selbst immer wieder hinterfragen, ist ein Downer. Ein Downer sind Leute, die einfach keine Lust haben, die immer so in Meetings gehen. Ja, oder immer die Augen rollen. Ja? Und ich, das ist schon in Ordnung, kritisch zu sein. Konstruktive Kritik ist wichtig. Und ich möchte nicht, dass wir alles durch die rosa-rote Brille sehen. Aber Kreativität heißt Enthusiasmus, Enthusiasmus, Enthusiasmus. Weil am Ende sterben die Ideen so und so. Die Faustregel ist 95-5. Ja, wenn ich auf meine 20 Jahre Werbung zurückgucke, hatte ich 100% Ideen. 95 davon sind alle gestorben und 5% haben es vielleicht zum Kunden geschafft. Und von denen wieder nur 20% umgesetzt. Also, und das geht nur, das hält man nur aus, wenn die Stimmung gut ist. Ja? Wenn man eben keine Down hat. Und ich glaube, ich würde sogar sagen, als ich Geschäftsführer war bei Serviceplan, dass ich 15% meiner Zeit nur damit beschäftigt habe, Downer, Gespräche mit Downern zu führen. Ja? Warum machst du das? Warum bist du immer so negativ? Warum findest du die Ideen von Paul immer so blöd? Warum rollst du immer die Augen? Ja? Und dann wachen sie erstmal auf und man kann mehrere Gespräche führen, aber ich denke, das Wichtigste ist, wenn die Downer bleiben, muss man sich mittelfristig von den Downern trennen. Natürlich höflich, aber es ist wichtig. So, und jetzt gibt es hier ein lustiges Meme, 1 Million Mal geteilt im Internet. Zufällig hat es auch was mit Roger zu tun. In memory of Roger Bucklesby, who hated this park and everyone in it. Ja, also auch beschreibt die Einstellung des Downers total. Also nochmal, don't be a Downer. So, und stattdessen möchte ich, falls Sie jemals wieder in Ideensession sind, dass Sie dieselbe Attitude haben wie die roten Badminton-Spieler. Schauen Sie sich jetzt mal bitte die roten Badminton-Spieler an, weil ich finde, genauso ist kreatives Ausdenken. Man will diesen Ball, ja, diese Idee, man will sie auf den Boden kriegen. Aber irgendwelche Deppen wollen halt das verhindern. Ja? Und diese Attitude der Roten ist genau richtig. Und übrigens, so eine Badminton-Halbzeit dauert auch ungefähr 25 Minuten. Und ein ganzes Spiel, ich weiß nicht genau. Schauen wir uns das mal kurz an. Also, seien Sie ein roter Badminton-Spieler.
So, genau so. Ja? Und deswegen ist es auch eine Mehr zu glauben, dass professionelle Kreative den ganzen Tag ausdenken. Das machen wir gar nicht. Ja? Ich denke vielleicht 4 mal 25 Minuten am Tag richtig hart aus. Aber wenn wir dann ausdenken, dann eben konzentriert, effizient, diszipliniert. Und danach kann man dann auch mal eine Pause machen, Recherche machen. Aber man kann nicht 8 Stunden am Stück so knallhart ausdenken. So, jetzt habe ich hier kurz mal 2 Charaktere, passend zur Fußball-Weltmeisterschaft. Sergio Ramos und René Higuita. Sergio Ramos, wer weiß, wer das ist? Genau, das ist ein toller Spieler von Real Madrid. René Higuita, wer weiß, wer das ist? Okay, den gibt es schon gar nicht mehr, also der lebt noch, aber das war mal der Nationaltorwart von Kolumbien. Genau, 80er Jahre, 90er Jahre, crazy Torwart. Sergio Ramos spielt heute gegen Portugal. Und ich möchte diese 2 Typen hier ganz kurz erwähnen, weil es sind für mich 2 ganz spannende Fußballer, die auch im Kreativprozess eine ganz wichtige Rolle spielen. Also der Sergio Ramos, der polarisiert total. Das könnt ihr heute Abend auch sehen. Das ist nämlich ein Dirty Player. Ja, das ist so einer, der gern mal foult, der gern mal Ellbogenchecks vergibt und dann war es aber gar nicht. Und ja, also es ist ein Dirty Player. Und der wird immer gerne zitiert in der Innovationskultur. Wie wichtig sind denn eigentlich solche Sergio Ramos für kreative Gewinnerteams? Und da polarisiert eben sehr, weil es gibt viele Experten, die meinen, solche Leute wie Sergio Ramos sind einfach wichtig in Teams, weil die diesen Sieg erzwingen wollen. Ja? Kreativität kann so anstrengend sein. Ich habe es Ihnen gerade erzählt, nur 5% siegt. Und manchmal ist es wichtig, solche Sergio Ramos im Team zu haben, weil das sind so, die wollen halt diesen Sieg erzwingen. Das ist aber eine extrem dünne rote Linie, weil ich mag ihn nicht so. Ja? Die Liverpooler mögen ihn überhaupt nicht. Und ja, und ich bin jetzt auch gespannt, wie würde er diese Weltmeisterschaft spielen, weil alle Welt guckt auf ihn, jeder weiß, wie er spielt. Aber Spanien ist gut. Auf der anderen Seite, diese Gewinnermentalität ist in kreativen Prozessen schon wichtig, weil wir haben mit so viel Frustration zu kämpfen, ja? Weil eben so viel abgeschossen wird, weil es auch so viel mit Geschmack zu tun hat und weil das Geld nicht da ist. Also es ist wirklich, man braucht eine hohe Frustrationstoleranz und deswegen ist es ganz spannend. Und dann gibt es noch den René Higuita. René Higuita war ein totaler Clown. Ja, das war ein total risikofreudiger Torwart, der hat einen gewissen Scorpion-Kick gemacht. Vielleicht kennen Sie das, da hat jemand auf sein Tor geschissen und dann hat er einen geschossen. Und dann hat er ein Salto nach vorwärts gemacht und mit seinen Hacken den Ball von der Linie gerettet. Ja, das nennt man Scorpion-Kick. Wenn das der Manuel Neuer einmal machen würde, der würde nie wieder in Deutschland spielen dürfen. Ja, ja, aber was ich eigentlich sagen will, der René Higuita ist ein sehr netter Typ, das war ein Egomane, aber ein liebenswürdiger Egomane, ein freundlicher. Und wenn man mit ihm redet, dann fügt er sich auch wieder dem Team ein. Und ich möchte Ihnen eigentlich nur sagen, haben Sie ein Herz für René Higuitas? Ich würde Ihnen auch empfehlen, dass jedes System, da sollte jeder 11. Mann oder jede 11. Frau ein René Higuita sein. Das tut der Innovationskultur gut. Solche Leute helfen uns zu hinterfragen. Solche Leute provozieren uns höflich. Ja. So ein René Higuita hätte in einer Werbeagentur eine gute Chance, aber nur jeder 11. Mann. Ne? Also nur René Higuitas würde nicht gehen. Aber es gibt Konzerne, wo René Higuita keine Chance hätte. Und ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube, die Kultur muss es zulassen, dass wir solche lustigen Störenfriede, solche Querdenker, solche ja, was macht der da? Ja, dass wir solche Menschen auch haben. Gut. Das war Thema Nummer 1, das Kreativteam. Ich wiederhole nochmal, wir haben gelernt das Keke-Prinzip, klein, ehrgeizig, ergänzend, konkurrierend. Sie wissen jetzt, was Ideato, Modulato, Animato ist, was Social Loafing ist und Don't be a Downer. Das Gegenteil von einem Downer ist übrigens ein Booster oder ein roter Badminton-Spieler. Und wir haben noch ganz kurz über Sergio Ramos und René Higuita gesprochen. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Die Kunst des Entertainments. Darauf beziehe ich mich jetzt auf Innovationskultur. Also, wenn Sie ein Projekt haben, wenn Sie was Mutiges machen wollen, ja, wenn Sie was anschubsen, dann ist es meistens, haben Sie es diese Phasen. This is awesome. This is tricky. This is shit.
I am shit. This might be okay. This is awesome. Ja? Und gerade dieser Wechsel von 3 zu 4, this is shit zu I am shit, das ist der gefährlichste Moment im Kreativprozess. Wenn man nämlich anfängt zu glauben, dass es das persönliche Versagen ist, warum eine Idee nicht funktioniert. Ja? Und wenn das zu oft vorkommt, dann kann man wirklich Probleme bekommen. Dann kriegen Kreative einen Burnout. Ja? Und deswegen nochmal, deswegen brauchen wir eine Stimmung, eine gute Atmosphäre, wo wir über uns selbst lachen, ja? Wo wir unsere Fehler lachen. Wir brauchen Jürgen Klopps und Pep Guardiolas, ja? Die uns auf die Schulter klopfen. Ja? Wir brauchen René Higuitas. Ich zähle jetzt lauter Männer zufällig auf, das können Frauen viel besser. Ja? Wir brauchen gute Stimmung, damit es nicht alles zu ernst wird. Ja? Weil, wie gesagt, die Frustrationstoleranz im Kreativprozess ist hoch. Und deswegen mal ein paar Beispiele zur Fehlerkultur. Es lebe die konstruktive Fehlerkultur. Ich möchte erstmal die Bild-Zeitung zitieren. Da gab es mal ein Interview mit Chris Martin, Coldplay-Sänger, und der hat gesagt, ich produziere zu 95% Mist. Mindestens 95% meiner Songs sind für die Tonne, sagte Chris Martin. Ganz viel Mist, den hoffentlich nie jemand hören wird. Ich finde es ein großartiges Zitat, ja, weil er sich das traut zu sagen. Aber genau das ist wichtig. Sie müssen das von vornherein alle wissen und ihren Mitarbeitern sagen. Egal in welcher Branche wir sind, in der Musik, in der Werbung, bei Siemens, bei Google, bei Facebook, bei Puma, bei Adidas, es ist immer die 95-5-Regel. 95% sind Mist, 5% könnten ganz anständig sein. Hier eine sehr spannende Geschichte von Ben & Jerry. Kennen Sie alle? Leckeres Eis. Und wissen Sie, was Ben & Jerry im Hinterhof hat? Einen Friedhof. Und die beerdigen da regelmäßig alle Eissorten, die gescheitert sind. Und zwar richtig mit Grabstein. Ja? Da wird ein Grabstein, da können Sie Fotos im Internet sehen, da wird ein richtiger Grabstein gemacht, da steht die Eissorte drauf, Vanilla Coconut bla bla bla, from March 2017 till April 2018. Dann so ein Kreuz, weil das hat nicht funktioniert, musste vom Markt rausgenommen werden. Und dann gehen die ganzen Produktmanager mit dem Grabstein und der Eissorte in den Garten, wird aufgestellt, dann schmeißen die das Eis da rein, buddeln es zu. Und die sind übrigens auch alle schwarz angezogen und dann halten sie eine Rede über dieses Eis. We believed in you, you were great, but the market didn't take you, they are stupid, you are great. Ja, es ist so eine Anfeuerung. Aber viel wichtiger ist, bei Ben & Jerry, dieses Unternehmen redet über Fehler. Ja, ganz offen. Ja, wir Deutschen haben übrigens ein Riesenproblem mit, wir reden nicht über Fehler. Ja. In Deutschland sind Fehler was ganz Komisches. Ja? Bei Ben & Jerry überhaupt nicht. Da ist man stolz auf die Fehler. Man lernt aus den Fehlern, man lacht über den Fehlern. Und dadurch, dass die Fehlerkultur so offen ist, ist es ein sehr gutes Feedback für die Mitarbeiter. Die wissen, hey, ich darf hier scheitern, ich darf hier Fehler machen. Und wenn diese Attitude in den Köpfen ist, heißt es auch, ich bin mutig. Ja? Wenn man nicht Fehler machen darf, dann ist man nicht mutig, dann ist man angepasst. Noch so ein schönes Beispiel ist Tata. Tata ist ein riesengroßer indischer Autokonzern. Die machen aber noch viel, viel mehr. Und die haben einen Award gegründet, der heißt Dare to Try Award. Also trau dich was. Und was da spannend ist, da kann man tatsächlich einmal im Jahr sich bewerben mit irgendeinem Projekt, das man volle Pulle gegen die Wand gefahren hat. Aber so richtig. Und da geht es nicht so um Peanuts, sondern richtig mit Hunderttausenden von Dollars, die man einfach gegen die Wand gefahren hat. Da muss man halt genau beschreiben, wie dieser Stage-Prozess war, was gescheitert ist und dann ist das passiert und dann kam das Unglück und das und auf einmal mussten wir aufhören. Ja? Und dann wird es eingereicht, da werden so jährlich, ich schätze 40 bis 80 Ideen eingereicht und dann gibt es irgendein Gremium, das entscheidet, das ist die Idee, die am mutigsten gescheitert ist und dann kriegt dieses Team auch ein Preis. Ne? Und die Mitarbeiter kriegen eben wieder mit, wow, man kann hier über Fehler reden, Mut wird sogar belohnt. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, wie das zum Beispiel Tata macht. Wir bleiben bei der Innovationskultur. Über Evangelists, Feelgood Manager, Culture Officers, Men in Black and Chief Happiness Officers.
Der typische Begriff, von dem ich jetzt erzähle, ist ein Evangelist. Ja? Apple hat damit irgendwie angefangen früh. Die haben auf einmal Evangelists in der Firma gehabt. Evangelist heißt Prediger. Ja, und Evangelists sind halt echt so Typen, die im Unternehmen unterwegs sind und so durch die Gänge laufen. Ja, das ist sehr amerikanisch. Wir Deutschen, da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Aber der berühmteste Evangelist ist der Guy Kawasaki. Da können Sie sich ihn mit gerne mal angucken. Aber es ist ein cooler Typ, dem hört man gerne zu. Der motiviert einfach Mitarbeiter, das ist so ein typischer Animator. Motivation, der gibt den Trends, der gibt den Inspiration. Und diese Idee, dass es eben Mitarbeiter in den Firmen gibt, die Mitarbeiter motivieren, inspirieren, die den Spaß geben, aber alles auf einer sehr intellektuellen Ebene, das nennt man Evangelism. Das nennt man eben manchmal auch Feelgood-Manager, bei Google heißt es Culture Officer und bei Coca-Cola nennt man das Happiness Officer. Ja? Und ich erzähle Ihnen mal ganz kurz einen wichtigen Gedanken, den viele Evangelists haben, wenn sie ihre Mitarbeiter inspirieren oder wenn sie für Ideen kämpfen wollen. Und das Zitat kennen Sie alle und das Zitat kann man gar nicht oft genug sagen. Das ist das vom Antoine de Saint-Exupéry. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Ja? Das ist nach wie vor ein ganz wichtiger Satz. Wenn die Mitarbeiter oder ihre Partner oder ihre Kunden, was mit immer, wenn sie reden, das Gefühl haben, es geht nur um Geld, es geht um Karriere, es geht um irgendwas anderes, dann sind sie nicht dabei. Aber wenn die merken, es geht um eine Metaebene, es geht um ein edles Ziel, es geht darum, die Welt zu verbessern, dann sind die Menschen dabei. Ja, oder da gibt es unheimlich viele Studien. Wo bewirbt sich denn heute die Generation Y und die Generation Z? Ja? Die bewerben sich doch heute nicht mehr bei der Deutschen Bank. Nein, die bewerben sich bei Unternehmen, wo sie wissen, die haben edle Ziele, die wollen die Welt wirklich verbessern. Das überspringe ich mal schnell. Das ist sehr interessant. Das ist eine Firma, die heißt Auticon. Ich habe hier einen Screenshot gemacht. Hauptsitz hat sie in München, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ich so spannend finde, die vermitteln Autisten. Also sollten Sie jemals ein Problem haben, das viel mit Daten, Zahlen, Fakten, Details, dann rufen Sie da an und dann vermitteln die Ihnen Autisten. Und die kommen dann und lösen Ihr Problem. Aber hier wieder spannend, da bin ich wieder bei René Higuita. Ja? Lassen Sie, jeder elfte Mann oder jede elfte Frau sollte ein René Higuita oder ein Autist sein. Es muss, Ihre Kultur muss das zulassen. Ja? Wenn Sie alle nur an der Uni Mannheim BWL studiert haben, ja, und der Seitenscheitel auf derselben Seite sitzt, dann wird es nichts mit der Kreativkultur. Wir brauchen Unterschiedlichkeit. SAP ist übrigens auch sehr mutig. Die haben auch Ziele, dass 1% der Beschäftigten alle autistisch veranlagt sein dürfen. Gut, das war jetzt was über Innovationskultur. Ich fasse nochmal zusammen. Es ist wichtig, dass eine Scheibe Evangelist in Ihnen steckt. Der Schuss Jürgen Klopp, der Schuss Pep Guardiola, der Schuss Guy Kawasaki. Dass Sie immer dran denken, Kreativität ist Enthusiasmus, Enthusiasmus, Enthusiasmus. Und es geht nur, wenn wir Good Vibrations haben. Und ich möchte es nochmal sagen, ich glaube total an Innovationskultur, weil ich komme jetzt auf Kreativitätstechniken. Ich werde jetzt 3, 4 Kreativitätstechniken verraten. Ich mag Kreativitätstechniken, da kann man was lernen. Ich glaube trotzdem, dass Kreativkultur wichtiger ist, dass sie sich ergänzen, dass sie Spaß haben, dass sie über Fehler reden, dass sie über Fehler lachen und dass niemand in den Meetings sitzt, der da und so macht. Ja? Das ist viel wichtiger. Aber jetzt kommen wir zu Kreativitätstechniken. Ich möchte anfangen mit der Fun Theory. Schon wieder Fun. Ja? Schlägt auch voll in die Kerbe des Enthusiasmus. Okay, jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Kantinendirektor einer riesengroßen Firma in Berlin
wo 80.000 Menschen arbeiten und die gehen alle zwischen 12 und 14 Uhr in die Kantine und essen. Ja? So, und da gibt es natürlich diese Art von Business-Männern und Frauen, die hetzen in die Kantine, nehmen ihr Tablett, tun da ihr Zeug drauf und rennen wieder hoch in den 8. Stock, essen da weiter und arbeiten weiter. Ja, die essen gar nicht in den Kantinen, sondern die gehen wieder zurück. So, und was machen die dann mit ihrem Tablett und mit ihrem Geschirr? Das verschwindet in irgendwelchen Kleinküchen oder Schubladen oder Schränken. Das kommt nie wieder zurück in die Kantine. Und es gibt Kantinen, die machen da bis zu jährlich minus 200.000 Euro, weil halt Besteck, Geschirr, Tabletts fehlen. Ja? So, was wäre denn jetzt das Erste, was Sie machen würden, wenn Sie der Kantinendirektor wären? Ich sage Ihnen, was Sie machen würden, nämlich typisch deutsch. Sie würden ein Riesenschild aufhängen, wo drauf steht, keine Tablets und Geschirr mitnehmen. Und dann ist da vielleicht sogar noch eine rote Linie durchgestrichen. Ja? Wissen Sie, was ich denken würde, wenn ich so ein Verbotsschild sehen würde? Ich würde denken, geile Idee. Und ich glaube, da wäre ich nicht der Einzige. Es gibt Menschen, die das inspiriert. Bitte nicht über den Rasen laufen, hier nicht grillen, hier nicht angeln, bitte nicht baden. Erst so kommt man überhaupt manchmal auf die Ideen. Vielleicht wäre der nächste Level, dass sie sogar einen Security-Man aufbauen, ja, der aufpasst, dass das nicht mitgenommen wird. Ja. Aber genau das ist jetzt das Schlaue. Das ist nämlich die typische Verbotskultur. Ja. Oder zum Beispiel hier, das sehen Sie auch, überall in ganz Deutschland sehen Sie Schilder, wo drauf steht, tun Sie bitte in den U-Bahnen und Bussen nicht Ihre Schuhe auf die Sitze. Das ist alles Verbotskultur. Und wenn wir Menschen mit Verbotskultur konfrontiert werden, dann sind wir irgendwie genervt. Ja? Wir fühlen uns bevormundet, wir fühlen uns eingeschränkt in unserer Freiheit. Und Fun Theory ist genau das Gegenteil. Ja? Fun Theory heißt, Sie lassen sich Ideen einfallen, dass Menschen belohnt werden, dass sie etwas nicht machen oder dass sie Spaß haben, etwas nicht zu machen. Es gab da so tolle Studien. Zum Beispiel hat man in Stockholm an der U-Bahn, da gibt es auch immer Rolltreppen, die hochgehen. Ja? Und daneben sind immer die normalen Treppen. Und die haben die normalen Treppen in ein Klavier verwandelt. Ja, wenn man da raufgegangen ist, hat der Tonleiter gespielt. Und rechts war die Rolltreppe. Und die Menschen sind alle das Klavier hochgegangen. Kaum jemand hat die Rolltreppe benutzt. Das ist die Fun Theory, weil das Spaß gemacht hat. Ja? Oder ein anderes Beispiel, auch wieder in Schweden, so ein Video. Da haben die Leute in Parks in solche Papierkörbe so Soundchips eingearbeitet. Wenn man was reingeworfen hat, hat auf einmal der Papierkorb so gemacht. Und plötzlich wollten alle Müll wegschmeißen. Ja? So voll waren die Mülleimer noch nie. Ja? Und das ist Fun Theory. Ja? Und das ist auch die Lösung für den Kantinendirektor. Nicht mit Verbotskultur die Sache lösen. Oder hier U- und S-Bahn. Nicht mit Verbotskultur das lösen, sondern mit der Fun Theory überlegen, was kann man machen, dass die Menschen erst freiwillig zurückgeben oder Spaß dabei haben, hier zu essen und es gar nicht erst mitzunehmen. Ja? Und das können Sie nachlesen, da gibt es viele, viele Ideen und das ist viel wirksamer. Und übrigens noch was, stellen Sie sich vor, Sie sind in der Kantine, wo wieder draufsteht, darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht. Das ist schlecht für die ganze Stimmung des Unternehmens. Ja? Das ist, wenn überall nur Verbotskultur ist und man auf 3 PDF-Seiten nachlesen muss, was man hier darf und nicht darf, dann ist es wieder nichts trauen, nicht risikofreudig sein. Also es ist halt nicht gut. Fun Theory, merken Sie sich, wenn Sie sich was ausdenken für Ihr Thema, dann versuchen Sie mit meinem inneren Kind zu sprechen. Spielen Sie mit mir. Ja? Seien Sie interaktiv mit mir. Ja, aber informieren Sie mich nicht und schon gar nicht böse, böse, böse. Ja? Sondern spielen Sie mit mir. Das ist die Fun Theory. Nächstes Beispiel. Kill a stupid rule. Oder auch ohne Methode genannt. Ich erzähle Ihnen ein paar Beispiele, die Sie auch umsetzen können. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, jetzt ist ja gleich 13 Uhr und vielleicht wollen Sie ja gleich zur Bank, ja? Weil Sie da was Wichtiges erledigen wollen.
Aber was ist, wenn Sie jetzt zur Commerzbank wollen oder um 13 Uhr? Schon wieder Commerzbank, ich muss mal kurz das Ausgleichswertigen, eine andere Bank nennen, Sparkasse. Wenn Sie da jetzt hingehen, sind die zu. Ja? Nicht alle, aber viele. Viele Banken haben zwischen 13 und 14 Uhr zu. Also genau dann, wenn Sie eigentlich Zeit haben. Ja? Und das ist eine stupid rule. Und es gibt viele Banken, die genau das erkannt haben. Die setzen sich zusammen. Was sind denn in unserem Gewerbe, in unserer Branche einfach dumme Regeln, die einfach noch keiner hinterfragt hat? Und da ist ein tolles Beispiel die Bank of America in Amerika, die ja viel gemacht haben. Die haben die Mittagspause gestrichen oder halt verschoben oder haben aufgelassen, so dass die Mitarbeiter kommen können. Übrigens, heute dürfen auch in Deutschland immer noch keine Hunde in die Banken rein. Warum eigentlich nicht? Ja? In Amerika dürfen Hunde in Banken rein. Kill a stupid rule. Die haben auch Werbung auf Bankenautos gemacht, was es in Deutschland auch immer noch nicht gibt. Ja, oder zum Beispiel auch eine typische Regel ist, dass man bei Hotels, in Hotels um 11 Uhr auschecken muss. Weltweit, überall. Es gibt Hotels, die das erkannt haben, warum denn eigentlich? Die Leute sollen auschecken, wann sie wollen. Ja, wenn der Flieger erst um 17 Uhr geht, dann dürfen die auch um 15 Uhr auschecken. Ja, man muss das natürlich vorbesprechen. Aber das sind so killer stupid rules. Oder in Deutschland hat der Friseur montags zu. Keiner weiß warum. Aber es ist so. Ja. So, und es ist immer wieder gut zu hinterfragen, was ist denn in Ihrer Branche so, was es anders überhaupt nicht gibt? Ja? Und da kann man sich hinterfragen, können wir das nicht auch mal killen, um den Stau wegzukriegen? Kill a stupid rule wird auch, da gibt es auch eine verwandelte Form, die ohne Methode, und da erkläre ich Ihnen einfach schnell ein Beispiel. Es gibt eine Firma in Deutschland, die heißt Hobart. Und Hobart hat ein ganz tolles Ziel, die bauen Spülmaschinen. Und das Ziel von Hobart ist, spülen ohne Wasser. Ja, und wenn Sie das schon hören, dann staunen Sie schon. Das ist eine radikale Idee. Ja? Spülen ohne Wasser, wie soll das gehen? Aber wenn das klappt, ist es großartig. Ja? Und es gibt schon ein paar Prototypen, das können Sie sich schon im Netz sich anschauen. Aber auch das ist so ähnlich wie Kill a Stupid Rule. Versuchen Sie manchmal mit ohne zu denken. Ja? Suchtprävention ohne. Suchtberatung ohne. Ja? Beratungsgespräche für Ihr Thema ohne. Was könnte Ihnen da Radikales einfallen, was Dinge einfach revolutionieren würde? Also, die Ohne-Methode, Kill a Stupid Rule, ist ein super Tool, um sich selbst zu hinterfragen und auch einmal mal einfach Ballast zu entfernen, Steine zu entfernen, die schon immer im Weg sind. Wir in der Werbebranche müssen ständig Kill a Stupid Rule machen. Wir haben so viele Regeln. Und nur durch Kill a Stupid Rule und ohne Methode kann man sich auch neu erfinden und kommt man manchmal schneller vorwärts. Design Thinking, davon müssen Sie gehört haben. Ein ganz großer Trend in der Innovationsforschung gerade. Und da gibt es mehrere Stationen. Empathy, Define, Ideate, Prototype, Test. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir wären ein Sportartikelhersteller. Ich möchte mal kurz erklären, wie die Design Thinking machen würden. Die würden erstmal Empathy machen. Empathy heißt Mitgefühl. Heißt, die würden heimlich 6 Wochen in ein Sportstudio gehen und da heimlich die Mitarbeiter beobachten. Nicht die Mitarbeiter, die Kunden, ja, wie die da turnen, schwitzen, sich abtrocknen, sich die Schuhe binden. Beobachtung, Beobachtung, Beobachtung. Und dann würden die jetzt irgendwann mal clustern. Was haben sie denn da so festgestellt? Und dann stellen sie auf einmal fest, dass tatsächlich das Handtuch immer wieder runterrutscht vom Gerät. Oder dass es Schuhe gibt, die immer wieder aufgehen. Oder dass es Sportler gibt, wo die Flaschen immer wieder umfallen. Oder dass die Klos zu weit weg sind. Ja, also die clustern dann ganz viele Beobachtungen. Beobachtungen, Beobachtungen. Und dann entscheiden sie sich, diesen Cluster, den gehen wir jetzt mal ran. Ja? Zum Beispiel, dass Flaschen ständig umfallen. Weil man dagegen stößt, weil irgendwas passiert. Ständig fallen Flaschen um. Und dann macht man Ideate. Man überlegt,
Man überlegt sich jetzt Produkte, wie könnte ein Getränkesystem oder eine Flasche aussehen, so dass die Menschen immer genug zu trinken haben, aber sich nicht ärgern, wenn irgendwas umfällt. Und dann basteln die. Das ist ein Prototype. Beim Design Thinking gibt es eine wichtige Regel. Man darf die Idee nicht erzählen, man muss sie bauen. Man muss einen Prototype machen. Man darf beim Design Thinking nicht einfach nur eine Idee erzählen. Dann macht man den Prototype und dann testet man, macht wieder eine Runde. Und irgendwann wird der Prototype immer besser und auf einmal erkennt man, das wird ein Produkt. Ja? Was ich nur sagen will, beim Design Thinking geht es extrem auf Beobachtung. Was ist das Problem? Das kann bei Ihnen eine ganz spannende Herausforderung sein. Ja? Wie werden die denn süchtig? Ja? Wie fällt man rein in solche Muster? Was passiert man? Was passiert da genau? Durch die Beobachtung kann man clustern und dann kann man durch die Beobachtung Ideen sammeln. Wie können wir schon früher da eingreifen, um Lösungen zu machen? Also ganz viele Pharmakonzerne haben zum Beispiel Kameras in so Altenheimen, WGs natürlich mit Erlaubnis, und filmen die Alten, wie sie ihre Medikamente zurechtmachen, wie sie die einnehmen. Und dann stellen die auf einmal fest, ja, die einen schneiden sie, die anderen tun das vorher in den Mixer, die einen tun erst in den Mund, dann das Wasser, die anderen erst das Wasser, dann die Pillen. Und durch die Beobachtung, ja, also durch die Empathy, versuchen sie dann Lösungen zu schaffen, die für die Kunden am besten sind, damit sie die Medikamente einnehmen können. Also was das Wichtige ist, was Sie jetzt bei Design Thinking verstehen sollten, Design Thinking beruht auf Beobachtung. Ja? Das ist also nichts für Ungeduldige. Man muss Geduld haben. Man muss es genau untersuchen. Aber in der Ruhe ist die Kraft und dann kann man da Ideen ableiten. Das nächste, Cross-Innovation. Hier schnell ein Chart. Milka ist ein toller Cross-Innovator. Die kreuzen sich mit Oreo-Keksen, mit Cream Cheese, mit Kaffee. Die kreuzen sich einfach. Und auf einmal sind über Nacht im Kaffeemarkt, über Nacht im Käsemarkt, über Nacht im Cookie-Markt. Und auf einmal haben sie neue Ideen. Ja? Oder Schachboxen. Ja? Da lachen sie jetzt noch drüber. Da wird erst geboxt. Dann müssen sie Schach spielen, dann wird wieder geboxt, dann müssen sie wieder Schach spielen und irgendjemand, entweder geht man K.O. oder Schachmatt. Ja? In Berlin kann man sich da ausbilden lassen, gibt es Clubs, in Hamburg gibt es auch eine tolle Cross-Innovation. Ja? Und auch die FIFA und die UEFA überlegen sich gerade was. Die wollen sich kreuzen mit Tennis, mit Tiebreak. Man hat nämlich festgestellt, wenn es ein Elfmeterschießen gibt bei der FIFA, gewinnt mit 60%, glaube ich, habe die Zahl nicht genau im Kopf, immer die Mannschaft, die anfängt. Und da scheint irgendwas nicht gerecht zu sein. Man geht davon aus, dass der Druck auf dem Torwart des zweiten Teams so groß ist, weil die ersten ja schon getroffen haben, dass deswegen immer die zweite Mannschaft verliert. Und deswegen überlegt man sich, ob man jetzt nicht den Tiebreak von Tennis übernimmt. Also eine Kreuzung mit Tennis. Das heißt, zuerst schießt Mannschaft A, dann schießt Mannschaft B, dann schießt wieder Mannschaft B, dann schießt Mannschaft A, dann schießt wieder Mannschaft A, dann schießt wieder Mannschaft B. Also dieses A-B-B-A-Prinzip. Ja, und das wird schon getestet bei so U19-Mannschaften und mal sehen, ob das übernommen wird. Mit anderen Worten, ich will Sie dazu inspirieren, lassen Sie sich auch von anderen inspirieren. Was können Sie von anderen klauen? Klauen in Anführungszeichen. Was funktioniert gut? Welche Methoden, welche Tools, welche Verfahren können Sie übernehmen, kreuzen, um für Ihre Ideen anzuwenden? So, wir kommen jetzt dem Ende immer näher. Aber ich möchte noch kurz wiederholen, welche Kreativitätstechnik Sie jetzt gelernt haben. Wir haben gemacht Fun Theory. Ja, es muss Spaß machen. Seien Sie interaktiv mit mir. Machen Sie keine Verbotskultur. Sie haben gelernt, kill a stupid rule. Hinterfragen Sie sich, was für Steine bei Ihnen im Weg legt, was Sie mit der Ohne-Methode vielleicht auch weglassen können. Design Thinking. Manchmal liegt die Kraft in der Beobachtung. In der Ruhe liegt die Kraft, um genau zu sehen. Denken Sie an die Pharmakonzerne, die Menschen beobachten, wie sie ihre Pillen zurechtschneiden und zu sich nehmen. Und dann Lösungen daraus machen.
und trauen Sie sich zu kreuzen mit völlig fremden Branchen, mit völlig fremden Ideen. Ja, wo könnten Sie sich inspirieren lassen und selbst übernehmen? Jetzt möchte ich nochmal zum Abschluss nochmal ganz kurz was über Sucht, Drogen und Kreativität sagen, weil das in der Tat in meiner Branche ein Thema ist. Ich möchte aber wirklich vorweg sagen, ich möchte wirklich eine Lanze brechen für meine Branche. Ich selber habe wirklich keine Erfahrung gemacht mit Drogen oder Süchten. Natürlich kenne ich ein paar schwarze Schafe, aber es ist nicht so, dass das ein ständiges Dauerthema bei mir war. Aber was ich schon merke, Werber werden immer wieder gefragt, wie ist es eigentlich mit Drogen bei euch? Ja? Also es gibt so hartnäckige Vorurteile, dass wir Kreativen gerne Drogen nehmen würden. Und ich möchte es gleich von vornherein weg sagen, nein, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also natürlich haben wir Deppen, die das auch machen, aber das große Gross macht es ganz sicher nicht. Dennoch gibt es diese Legende, wer Drogen nimmt, ist super kreativ. Wenn ihr Drogen nimmt, werdet ihr super kreativ. Und die Frage ist eigentlich, wer glaubt das? Ja? Fallen darauf Leute ein? Und wie können wir das als Kreativdirektoren eigentlich verhindern, dass Leute auf diese Legende reinfallen? Das Problem ist immer dann, wenn es Superstars gibt, Künstler, die ganz offen in Interviews sprechen über ihren Drogenkonsum. Und das gibt es oft. Das sind meistens Musiker, die berichten, dass sie vor 10 Jahren das und das genommen haben und dann hatten sie ihren Höhenflug. Und ich glaube, das ist oft das Gefährlichste. Und dann sagen ja dann die Künstler auch meistens, aber jetzt bin ich clean, das war damals. Ja, das mache ich heute nicht mehr. Also die erzählen diese typische von Rags to Riches Geschichte. Damals, aber heute bin ich geläutert. Aber trotzdem bleibt es hängen bei Kreativen. Wow, wenn so wie die das gemacht haben, möchte ich es auch machen. Also versuche ich das. Das heißt, es ist tatsächlich bei uns auch ein wichtiges Thema, Junioren immer wieder darauf anzusprechen, dass das eine mehr ist. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe in der Werbebranche, hatte ich sogar mal tatsächlich einen Vortrag von einem Drogenbeauftragten, der uns genau aufgeklärt hat. Und das hat mich wirklich fasziniert. Die haben uns Studien gezeigt, zum Beispiel auch von Jimi Hendrix. Ja? Wie war der eigentlich drauf, wenn er Drogen genommen hat? Wie künstlerisch begabt war er? Ja? Und es gibt eindeutige Studienergebnisse, dass Drogen nicht kreativer machen. Eindeutig. Es gibt sogar Beweise, dass es Künstler gibt, die im Vollrausch zwar viel geleistet haben, aber es nicht zu Ende gebracht haben und da auch langfristig dran kaputt gegangen sind. Und das hat mich damals als Kreativer sehr bewegt, dass wir erstmal so eine Vorlesung hatten, dass wir so ein Seminar bekommen haben und dass wir darauf geimpft sind, dass es eben tatsächlich viele Legenden sind, die da verteilt werden. Eins wird immer wieder auch erwähnt, 5 US-Nobelpreise für Literatur waren schwere Alkoholiker, Sinclair Lewis, Eugene O'Neill, William Faulkner, John Steinbeck und Ernest Hemingway. Aber Achtung, die meisten dieser Karrieren zeichnen sich durch brillante Anfänge aus und ein Burnout der Schaffenskraft im Alter von 40 oder 50 Jahren, so der amerikanische Literaturwissenschaftler Tom Dades in seinem Buch The Thirsty Muse. Das ist ein tolles Buch, möchte ich Ihnen wirklich empfehlen, dass ich auch damit auseinandersetze mit Alkohol, Drogen und Süchten, aber zu der Erkenntnis kommt, dass das keine gute Sache sind. Deswegen möchte ich damit auch wirklich nochmal abschließen. Es gibt diese mehr, dass in der Kreativbranche man glaubt, Drogen wären weit verbreitet. Ich möchte Ihnen da wirklich sagen, es stimmt nicht. Ich kenne jetzt natürlich keine Studien, aber ich schätze das genauso ein wie bei Rechtsanwälten, Architekten oder bei anderen Berufsgruppen. Deswegen ist das hier mein Schlusssatz. In den Führungskreisen der Kreativbranche sind Drogen verpönt und wir werden da auch achten, dass es so bleibt. Dankeschön.